Hallo zusammen, mich hier ist wieder euch, und ich wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so einen kleinen Achievement Guide präsentieren. Heute geht es um einen Erfolg unter Erkunden und dann Dracheninseln. Und hier haben wir einen Erfolg, der gerade aufgeploppt ist, und zwar Kontaminationssäuberer, da sie es noch rausbringen. Und dafür müssen wir Folgendes machen: Besiegt die animierte Kontamination während des Ereignis Forscher unter Feuer und dann Titanenabriegelung. Und ihr habt gerade gesehen, ich habe sie hier eben getötet, beziehungsweise die Gruppe hat sie getötet, und wie wir die herkriegen, will ich euch jetzt mal zeigen. Also, wir haben einmal hier in den Zaralak-Höhlen ein Event hier auf den Koordinaten 47, 57, und bei diesem Event ist es so, dass das alle Stunde immer zu quasi der halben Stunde spawnt, also um 0.30 Uhr, 1.30 Uhr, 2.30 Uhr und so weiter. Ne? Also jede Stunde immer zur halben Stunde spawnt es. Und es gibt zwei verschiedene Events, einmal dieses Titanenabriegelung und dann nochmal so ein Event in den Ruinen, die wechseln sich anscheinend wöchentlich ab. Heißt, die Woche ist dieses Titanen-Event. Und jetzt ist es so, dass es hier, wenn es losgeht, insgesamt können wir 12 so Forschungsziele abschließen. Am Anfang läuft ein Timer von insgesamt 10 Minuten und in diesem Timer können wir maximal 9 Events abschließen. Wenn wir in den 10 Minuten alle oder die quasi 8 Events abgeschlossen haben, ist das 9. Event, also das letzte, quasi unser Mob, der spawnt dann einfach, das ist ein Raiden, habt ihr gerade gesehen, und wenn ihr den umhaut, dann ist im Endeffekt das hier abgehakt. Sobald die 10 Minuten rum sind oder ihr 9 Events abgeschlossen habt, kommen nochmal 3 zusätzliche Events. Da habt ihr keinen Timer mehr. Die kommen immer gleich. Heißt, wenn ihr 9 Events in den ersten 10 Minuten schafft, habt ihr quasi das Maximum erledigt und bekommt am Ende auch einen Epic-Beutel. Und dazu gehört dann dementsprechend auch hier diese Rare, diese Kontamination. Oh, ist aber echt nicht so einfach. Genau, und das ist es im Endeffekt. Ja. Heißt, wenn ihr die Titanenabriegelung habt, dann solltet ihr am besten in eine große Gruppe gehen, weil umso mehr Leute ihr habt, umso einfacher ist es quasi, dann in der in den 10 Minuten alle neuen Events zu schaffen. Kleine Info noch. Das 8. Event sind so Tiere, die man töten muss. Die backen von 5-mal, backen sie 4-mal. Also ich habe jetzt oft schon bei den Tieren den Bug gehabt. Ich hoffe, Blizzard fixt es bald noch. Und ja, da ist es oft so, dass man nur 14 von 15 von diesen Tieren hat, dann kommt man natürlich nicht zum 9. Event und dementsprechend gibt es auch das Achievement nicht. Es soll anscheinend helfen, wenn man da ein bisschen slower auf die Tiere drauf DPS, ne? Naja, ob das wirklich was bringt, weiß ich nicht. Manchmal klappt es auch anscheinend so, und ja, wir hoffen einfach mal, Blizzard fixt das noch, und dementsprechend könnt ihr dann auch euer Achievement erspielen. Gut, das war es eigentlich soweit an der Stelle. Was ihr vielleicht noch wissen solltet, am besten sucht ihr halt im Tool unter Benutzer definiert, so wie das Event heißt, ne? Also hier Forscher unter Feuer oder halt im Englischen, ne? Da findet ihr dann oftmals Gruppen und könnt dann einfach hier das Event ein bisschen zügiger durchspielen. Gut, damit sind wir am Ende vom kleinen Video. Hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tila, bis dahin, ciao.